Deutschland vor fünfter Welle. Reichen die Maßnahmen der Regierung? Nach dem Rücktritt des britischen Brexit-Ministers hat Außenministerin Liz Truss seine Aufgaben übernommen. Nach dem Urteil im sogenannten Tiergarten-Mordprozess hat Russland nun zwei deutsche Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt. In Chile hat der Kandidat des Linksbündnisses die Präsidentschaftswahlen klar gewonnen. Rund um Deutschland zwingt Omikron die Regierungen zum schnellen Handeln. Die Niederlande machen dicht, Dänemark fährt Teile des öffentlichen Lebens runter, London ruft den Katastrophenfall aus. Und in Deutschland? Treffen sich Bund und Länder an diesem Dienstag zu Beratungen. Mit Einschränkungen vor Weihnachten sei aber nicht zu rechnen. Bisher breitet sich Omikron weniger rasch in Deutschland aus als anderswo. Zwar warnt Gesundheitsminister Karl Lauterbach vor einer fünften Welle, aber... Ein Lockdown, also wie in den Niederlanden vor Weihnachten, den werden wir hier nicht haben. Wir haben jetzt eine kritische Zahl von Omikron-Infizierten überschritten. Somit lässt sich diese Welle nicht mehr komplett aufhalten und der müssen wir begegnen. Vielen Menschen gehen die Maßnahmen der Regierung nicht weit und schnell genug. Sie befürchten, dass der Kampf gegen Corona mit der Regierung Weihnachtspause macht. So empfahl der Corona-Expertenrat bereits am Sonntag, wieder Kontaktbeschränkungen einzuführen. Omikron trifft Deutschland zwar langsamer, dafür aber möglicherweise empfindlicher. Da ein Viertel der Menschen nicht geimpft ist, drohen überlastete Intensivstationen. Dem RKI zufolge liegt die bundesweite 7-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen bei 316, leicht höher als am Vortag. Nach dem Rücktritt des britischen Brexit-Ministers David Frost hat Außenministerin Liz Truss seine Aufgaben als britische Hauptverhandlungsführerin mit der Europäischen Union übernommen. In dieser Rolle führt sie als Chefverhandlerin auch die laufenden Gespräche mit Brüssel über Brexit-Sonderregeln für Nordirland. Der Rücktritt von Premierminister Boris Johnsons langjährigem Verbündeten sei von der Einführung neuer Pandemiebeschränkungen ausgelöst worden. Briten müssen jetzt einen Impfnachweis oder einen negativen Corona-Test vorlegen, um Nachtclubs und andere Veranstaltungen betreten zu dürfen. Die konservativen Tories sind in Aufruhr. Johnson sah sich letzte Woche mit der größten parlamentarischen Rebellion seiner Amtszeit konfrontiert. 97 Konservative stimmten gegen neue Covid-19-Beschränkungen. Der Druck auf Johnson wächst durch die hochgradig übertragbare Omikron-Variante, die die Zahl der Covid-Infektionen in Großbritannien in den letzten Tagen auf ein Rekordhoch getrieben hat. Nach dem Urteil im sogenannten Tiergarten-Mordprozess am vergangenen Mittwoch hat Russland nun zwei deutsche Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt. Die deutsche Regierung hatte zuvor ihrerseits zwei russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt. Am vergangenen Mittwoch, mehr als zwei Jahre nach dem Mord an einem Georgier im Tiergarten in Berlin, war ein 56-jähriger Russe zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der angeklagte Russe im Auftrag Russlands gehandelt hatte. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hatte erklärt: Dieser Mord in staatlichem Auftrag, wie vom Gericht heute festgestellt, stellt eine schwerwiegende Verletzung deutschen Rechts und der Souveränität der Bundesrepublik Deutschlands dar. Der Angeklagte war offenbar Offizier des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB und hatte für den Auftragsmord eine Scheinidentität erhalten. Mit 36 Jahren wird Gabriel Boric am 11. März der jüngste Präsident in der Geschichte Chiles. Der Sieg war überraschend klar ausgefallen. Mit knapp 56% der Stimmen ist der frühere Studentenführer Boric zum Präsidenten gewählt worden. Der deutschstämmige Rechtspopulist und Pinochet-Sympathisant José Antonio Kast kam in der Stichwahl auf gut 44%. Boric stammt aus Punta Arenas an der Südspitze des südamerikanischen Landes und ist spanischer und kroatischer Abstammung. Er hatte 2011 die Studentenproteste in Chile angeführt und war 2013 zum Abgeordneten gewählt worden. Er steht für eine wiederbelebte progressive Linke, die vor allem seit 2019 stark gewachsen ist.
Boric hat ein öffentliches Bildungswesen und bessere Gesundheitsversorgung nach dem Vorbild des europäischen Sozialstaats versprochen. In seiner ersten Rede als gewählter Präsident versicherte Boric, die im Wahlkampf offen zutage getretenen Gräben zwischen rechts und links überbrücken zu wollen. Ich werde der Präsident aller Chileninnen und Chilenen sein, sagte er. Er tritt sein Amt als Nachfolger des Konservativen Sebastian Piñera an. Wir wollen gerechte Veränderungen in einem Land, das niemanden diskriminiert. Sonst geht es rückwärts mit der Pinochet-Version von Sebastian Piñera, José Antonio Kast. Und das wollen wir nicht. Die soziale Schere geht auch in Chile weit auseinander. Vor 2 Jahren forderten über Wochen hinweg jeden Tag tausende soziale Reformen. Eine ihrer wichtigsten Forderungen, die auch Boric unterstützte, konnten sie bereits durchsetzen. Derzeit arbeitet ein Konvent eine neue Verfassung aus. Der aktuelle Text stammt noch aus der Zeit der Militärdiktatur. Mehrere große europäische Handelsunternehmen haben sich verpflichtet, Rindfleisch aus Südamerika ab 2022 aus dem Sortiment zu nehmen. Insbesondere Fleisch, das über den Fleischgiganten JBS bezogen wird, soll ausgelistet werden. Dem weltgrößten Rindfleischunternehmen gelinge es nicht, die Rinderzucht auf abgeholzten Flächen in Brasilien zu kontrollieren. In einem kriminellen System würden Tiere auf abgeholzten Gebieten aufgezogen, in einen regulierten Betrieb gebracht und erst dann zur Schlachtung verkauft. Auf diese Weise würde die Herkunft des Fleisches verschleiert, so die Nichtregierungsorganisation Mighty Earth. Laut Mighty Earth sollen in den vergangenen 2 Jahren Rinder auf mehr als 314.000 Hektar Kahlschlagsflächen aufgezogen worden sein. Allein der Fleischgigant JBS wird mit 100.000 Hektar in Verbindung gebracht. 75% der abgeholzten Flächen sollen sogar in Schutzgebieten liegen. Eigentlich haben sich die großen Fleischproduzenten und Sojahändler Brasiliens dazu verpflichtet, keine Produkte von kahlgeschlagenen Flächen zu kaufen. Bestehende Regeln reichen aber nicht oder werden nicht konsequent kontrolliert. Von 5,8 Millionen Tieren, die für den Export geschlachtet wurden, hatten 30% keinen ausreichenden Herkunftsnachweis. In europäischen Supermärkten findet sich das Fleisch frisch, getrocknet oder verarbeitet. In Deutschland gehört Lidl zu den Unternehmen, die auf solche Produkte aus Brasilien in Zukunft verzichten wollen. Die Zahl der Toten nach Taifun Rai auf den Philippinen ist auf mindestens 375 gestiegen. Mehr als 480.000 Menschen mussten in Evakuierungszentren untergebracht werden. Die Überlebenden fühlen sich von der Regierung alleingelassen. Präsident Rodrigo Duterte hatte erklärt, er wisse nicht, wo das Geld für die Taifunopfer herkommen solle, nachdem alles für die Pandemiebekämpfung ausgegeben worden sei. Wofür zahlen wir Steuern? Jetzt lässt er uns hängen. Rai war den Behörden zufolge der bisher stärkste Taifun in diesem Jahr auf den Philippinen. Der Inselstaat wird jedes Jahr von durchschnittlich 20 Taifunen heimgesucht. Nanu, was war denn da in Moskau los? Beim jüngsten Channel One Cup Finale gegen Finnland überraschte das russische Eishockey-Nationalteam mit nostalgischem Outfit. UdSSR stand auf den rot-weißen Trikots in kyrillischer Schrift. Ein optischer Ausflug in vergangene Sowjetzeiten und eindeutig nicht nach jedermanns Geschmack. Finnische Sportvertreter sprachen von einer Provokation. Der Präsident der russischen Eishockey-Föderation nannte es eine Hommage an das erste olympische Gold der Russen vor 65 Jahren. Wir wollten damit unsere Fans und auch die Mannschaft überraschen. Die Spieler sollten die Tradition, die von unseren Großvätern begründet wurde, spüren, als sie 1956 in genau diesem Trikot Olympiasieger wurden. Die Spieler haben uns bestätigt, dass sie eine noch größere Verantwortung spüren, weil dieses Trikot den Olympiasieg symbolisiert. Das Retro-Outfit gab letztlich nicht den Ausschlag. Finnland schlug Russland 3:2 und gewann damit die zweite Phase der Euro-Hockey-Tour, die als Vorbereitung auf die Eishockey-Weltmeisterschaft gilt.
Beim Junior Eurovision Song Contest hat Marlena aus Armenien gewonnen. Sie verhalf ihrem Land zum zweiten Sieg beim Gesangswettbewerb. Die 14-Jährige überzeugte zahlreiche Menschen mit ihrem Lied Kwami Kwami. Für ihren Auftritt wurde sie mit 224 Punkten belohnt. 19 Länder machten beim Junior Eurovision Song Contest mit. Online abstimmen durften knapp 10-mal so viele Nationen. Connect with culture. See it. Hear it. Taste it. Smell it. Touch it. Live it. Grana Padano wishes you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Sie Vorzeigeprojekte zur Förderung von Regionen in ganz Europa. Unsere Region ist aus der Isolation herausgekommen. Erfahren Sie, wie Sie das Leben verbessern. Zusammen ist man klüger. Erleben Sie Menschen, die davon profitiert haben. Kleine Gesten können viel bewirken. Darum geht es in Smart Regions auf Euronews und euronews.com. EU gibt grünes Licht für US-Impfstoff Novavax. Nach dem Urteil im sogenannten Tiergarten-Mordprozess hat Russland nun zwei deutsche Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt. Die Beschäftigten von Brussels Airlines streiken für bessere Arbeitsbedingungen. Die EU hat den Covid-19-Impfstoff des US-Herstellers Novavax offiziell zugelassen. Das teilte Kommissionschefin Ursula von der Leyen mit.
Novavax ist damit der fünfte Corona-Impfstoff mit EU-Zulassung und hat laut Studien einen Infektionsschutz von etwa 90%. Wie stark er allerdings bei der sehr ansteckenden neuen Omikron-Variante wirkt, ist noch unklar. Zuvor hatte die Europäische Arzneimittelbehörde die Zulassung von Novavax als Impfstoff für Erwachsene empfohlen. Die ersten Dosen sollen nach Angaben der Kommission in den ersten Monaten des neuen Jahres in den Mitgliedstaaten eintreffen. In Deutschland sollen unterdessen die Impfkapazitäten für Kinder ausgebaut werden, wie vor einem Bund-Länder-Treffen am Dienstag bekannt wurde. Für Aufregung sorgt ein Fehler bei einer Kinderimpfung im nordrhein-westfälischen Olpe. Dort haben Kinder den noch nicht für sie zugelassenen Impfstoff von Moderna bekommen. In Frankreich wird das BioNTech-Kindervakzin jetzt auch erstmals für 5- bis 11-Jährige empfohlen. Unter anderem in Italien sorgt die Angst vor der Omikron-Variante dafür, dass die Menschen ihre Weihnachtsreisen absagen. Umfragen zufolge haben 8 Millionen ItalienerInnen ihre Reservierungen storniert. Und auch das Weltwirtschaftsforum in Davos wird erneut verschoben. Statt im Januar soll es im Frühsommer stattfinden, wie die Stiftung mitteilte. In diesem Jahr war das Treffen erst verschoben und dann ganz abgesagt worden. Nach dem Urteil im sogenannten Tiergarten-Mordprozess am vergangenen Mittwoch hat Russland nun 2 deutsche Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt. Die deutsche Regierung hatte zuvor ihrerseits 2 russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt. Am vergangenen Mittwoch, mehr als 2 Jahre nach dem Mord an einem Georgier im Tiergarten in Berlin, war ein 56-jähriger Russe zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der angeklagte Russe im Auftrag Russlands gehandelt hatte. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hatte erklärt: Dieser Mord in staatlichem Auftrag, wie vom Gericht heute festgestellt, stellt eine schwerwiegende Verletzung deutschen Rechts und der Souveränität der Bundesrepublik Deutschlands dar. Der Angeklagte war offenbar Offizier des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB und hatte für den Auftragsmord eine Scheinidentität erhalten. Nach dem Rücktritt des britischen Brexit-Ministers David Frost hat Außenministerin Liz Truss seine Aufgaben als britische Hauptverhandlungsführerin mit der Europäischen Union übernommen. In dieser Rolle führt sie als Chefverhandlerin auch die laufenden Gespräche mit Brüssel über Brexit-Sonderregeln für Nordirland. Der Rücktritt von Premierminister Boris Johnsons langjährigem Verbündeten sei von der Einführung neuer Pandemiebeschränkungen ausgelöst worden. Briten müssen jetzt einen Impfnachweis oder einen negativen Corona-Test vorlegen, um Nachtclubs und andere Veranstaltungen betreten zu dürfen. Die konservativen Tories sind in Aufruhr. Johnson sah sich letzte Woche mit der größten parlamentarischen Rebellion seiner Amtszeit konfrontiert. 97 Konservative stimmten gegen neue Covid-19-Beschränkungen. Der Druck auf Johnson wächst durch die hochgradig übertragbare Omikron-Variante, die die Zahl der Covid-Infektionen in Großbritannien in den letzten Tagen auf ein Rekordhoch getrieben hat. Madrid, Göteborg, Tel Aviv. Das sind einige der 57 Flüge, die am Montag am Brüsseler Flughafen ausgefallen sind. Die Beschäftigten von Brussels Airlines streiken nach Monaten der Verhandlungen. Es gehe nicht ums Geld, sondern um bessere Arbeitsbedingungen. Das Unternehmen ist strukturell auf den guten Willen des Personals angewiesen und das ist keine gesunde Situation. Das Kabinenpersonal sagt, es sei überarbeitet und unterbezahlt. Eine schlechte Organisation führe dazu, dass sie ihr Privatleben nicht im Voraus planen können. Es ist körperlich und geistig sehr anstrengend, weil wir lange arbeiten und wenig Pausen haben. Wenn wir sagen, dass wir müde sind, reagieren sie nicht. Es geht einfach immer so weiter und weiter. Normalerweise wären diese Gänge am Montag vor Weihnachten voll, aber die meisten Menschen wurden im Voraus darüber informiert, dass ihr Flug wegen des Streiks gestrichen wurde. Das Personal bedauert zwar den Zeitpunkt des Streiks, hofft aber, dass er ein Nachdenken über die wahren Kosten von Billigflügen auslösen wird. Der Markt will das Geld nicht zahlen, also sind es die Arbeiter im Transportwesen, die mit ihrem Schweiß bezahlen müssen. Die Lufthansa-Tochter, bereits durch die Pandemie angeschlagen, habe durch den Streik innerhalb von 24 Stunden etwa 2,5 Millionen Euro verloren, so Brussels Airlines. Sie hatten im Vorfeld eine Schadensersatzklage gegen die Gewerkschaft angekündigt.
Im Verfahren um den Abschuss des Flugs MH17 über der Ostukraine 2014 hat die Staatsanwaltschaft mit der Verlesung der Anklage begonnen. In dem Prozess, der in einem streng gesicherten Gericht nahe des Amsterdamer Flughafens stattfindet, gibt es 4 Hauptverdächtige, 3 Russen und einen Ukrainer. Keiner ist bei dem Prozess anwesend, nur einer wird von niederländischen AnwältInnen vertreten. Den Ermittlungen zufolge wurde das Flugzeug der Malaysia Airlines von einer Luftabwehrrakete des russischen Typs Buk abgeschossen, die von pro-russischen Rebellen in der Ostukraine abgefeuert wurde. Bei dem Absturz starben alle 298 Menschen an Bord. Die meisten stammten aus den Niederlanden. Auch die BewohnerInnen des Dorfes Rabove in der Nähe der Absturzstelle sind überzeugt davon, dass der Abschuss mit dem Krieg in der Region zu tun hat. Bei dem Flugzeugabsturz waren meine Freunde und ich 15, 16 Jahre alt. Wir waren noch Kinder, wir haben genug gesehen, das liegt alles am Krieg. Wenn es hier keinen Krieg gäbe, gäbe es auch keine Opfer, alles wäre anders. Der Prozess in den Niederlanden begann im März 2020. Die Abschlussplädoyers laufen bis Mittwoch. Urteile werden jedoch erst Ende des kommenden Jahres erwartet. Der frühere Studentenführer Gabriel Boric ist mit 35 Jahren zum jüngsten Präsidenten in der Geschichte Chiles gewählt worden. Der Kandidat des linken Wahlbündnisses Apruebo Dignidad kam in der Stichwahl auf knapp 56% der Stimmen. Der deutschstämmige Rechtspopulist José Antonio Kast erreichte gut 44% und gratulierte seinem Konkurrenten zum Sieg. Hunderttausende Menschen haben im Sudan gegen die Militärregierung demonstriert. Während sie zum Präsidentenpalast in Khartoum zogen, setzte die Polizei Tränengas und Handgranaten gegen die Demonstranten ein. Diese fordern den Sturz des sudanesischen Militärmachthabers Fatah al-Burhan, der durch einen Putsch im Oktober an die Macht gelangt war. Augenzeugen berichteten von zahlreichen Verletzungen. Ein japanischer Milliardär, sein Gast und ein russischer Kosmonaut sind nach 12 Tagen auf der internationalen Raumstation sicher zur Erde zurückgekehrt. Sie landeten in einer russischen Sojus-Kapsel in der Steppe von Kasachstan. Die beiden Japaner waren die ersten selbstzahlenden Touristen, die die Raumstation seit 2009 besuchten. Der mit Mode reich gewordene Unternehmer plant bereits den nächsten Ausflug ins All. Er hat einen Vorbeiflug am Mond an Bord von Elon Musks Starship gebucht. Die Mission soll 2023 stattfinden. In Planung ist die Fortsetzung eines Ratgebers, an dem der Milliardär arbeitet. Titel: 100 Dinge, die man im Weltraum tun kann. Die berühmten italienischen Filmstudios Cinecittà am Stadtrand von Rom träumen von neuem Glanz. Fellinis La Dolce Vita wurde hier gedreht, ebenso Blockbuster wie Ben Hur, Cleopatra oder Quo Vadis. Insgesamt mehr als 3000 Filme, viele mit Oscars ausgezeichnet. Doch das Hollywood am Tiber ist in die Jahre gekommen und braucht dringend eine Verjüngungskur, erklärt der Leiter der Filmstudios. Die größten Studios bieten gigantische Drehmöglichkeiten, zum Beispiel unser Teatro Cinque, in dem Fellini drehte, mit seinen 3500 Quadratmetern. Das ist die richtige Größe. Wir brauchen mehr Studios von dieser Größe. Um künftig anspruchsvolle und aufwendige Filme und Fernsehproduktionen beherbergen zu können, sollen die Studios, die seit 2017 unter öffentlicher Kontrolle stehen, neu durchstarten. Mit 260 Millionen Euro Fördergeld aus dem Konjunkturpaket der EU. So soll Cinecittà erneut zu einem bedeutenden europäischen Filmzentrum werden. Der Standort wird über modernste technologische Mittel verfügen, denn Studios sind nicht mehr nur Orte, an denen dank kunstvoll gestalteter Kulissen grandiose Szenen in Innenräumen gedreht werden. Dank Virtual Reality sind auch Außenszenen möglich. Somit kann hier ein Film mit seiner Gesamtheit entstehen. Geplant ist, die existierende Drehfläche, die sich aktuell über etwa 40 Hektar erstreckt, zu verdoppeln durch den Bau von 5 neuen Studios und die Renovierung und Erweiterung der bereits existierenden.